Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, die was Mörder. Machen wir? Was machen die hier? Pferdchen oder was auch immer du bist. Taktik vielleicht? Breitkampf! Ich werde einen der Ausgänge vermieden. Noch auf der Suche nach mir. Die wollen anscheinend den Langhals fangen. Haben wir ausgeschaltet. Hier drüben ist das Ziel. Stimmt. Da! Gegner pflanzen! Da! Da! Okay. Den Großteil haben wir. Thank you.
Hier. So. Muss ich ein bisschen anpassen. Endlich. Na gut, Planänderung. Tja. So schnell kann's gehen. Na, diesmal keine Heilung dabei. Boah. Ohne Munition bringt das nichts. Ach. Sehr gut erkannt. Das war aber gar nicht meine Intention. Hier. So einfach ist das da hochzukommen. Und ich habe mir einen abgesucht. Obwohl, das war bei mir eigentlich woanders. Ja, dann werden wir gleich mal von hier aus auf den Langhals springen können. Machen wir auch. Und daneben. Daneben. Da muss ich nochmal springen. Schon. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Nein! Verdammt! Wird mir bestimmt noch nützlich sein. Und wie?
können. Schaffen wir noch. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Dann wohl. Tja, öffnen der Karte. Karte? Zack, zack, zack. Oh, guck dir das an, ey. Jagdgebiete noch. Sehr schön. Den haben wir dann. Ja. Zum einsamen Felsen dann. Oh, das ist glaube ich nicht so gut. Ein Fertigkeitspunkt, aber ich glaube, jetzt müssen wir langsam mal unsere kritischen Treffer und unsere Schüsse verbessern. Sehr speziell uns auf den Kampf fokussieren. Na, ich muss in die Richtung. Vorsicht da unten. So, schnell speichern. Na, wir brauchen unbedingt Heilung. Oh nein. Die sind wieder da. Was ist hier passiert? Überall Schnappmäuler. Das ist gut. Scheint hier eine Art Grab oder so zu sein. Oder sie werden hier reingelockt. Wo bin ich denn hier? Keine Ahnung. Das absolut kein Platz dafür. Gefällt mir sehr gut hier.
trotzdem ein seltsamer Ort. Wahrscheinlich von ein paar Jägern ein Lager, was wir gerade ausgeraubt haben. Ja, ich will nicht bei den Schnappmäulern lang. Die sind mir gerade doch ein bisschen zu heavy. Ich soll da lang, aber ich muss da lang. gut, können wir einen anderen Weg gehen? Nein, wir müssen tatsächlich da lang. Verdammt. Dann brauche ich einen anderen Plan. Die sind halt nicht für Schnelligkeit bekannt, ne? Was ist hier passiert? Überall Schnappmäuler. Moment, was? Okay, da ist nichts Interessantes. Wäre ich besser ausgerüstet, würde ich hier eher gegen alles kämpfen, aber momentan das muss der einsame Feld sein. Als das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Mir ist langweilig. Langweilig vor Langeweile. Mir ist langweilig von deinem Gerede über Langeweile. Mir ist langweilig von deinem Gemecker über meine Langeweile. Ich mecke... Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Oh. Ich hab mir was gebrochen. Ich schaffe es vielleicht nicht. Nicht nur. Möge das den Feind aufspießen. Ja.
draußen versteckt. Das war also eine Falle. Schnappmaul. Ja, aber hier ist nix. Einfach gar nichts. Auf dem Wagen sind Ketten. Nicht nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Sklavenhändler? Vielleicht? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Mal abspeichern. Wird das zu einem Banditenlager jetzt oder was? Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Dieses Nora-Mädchen im Loch ist richtig schön mager. Denk nicht mal dran. Saidas Hände weg, sonst bringt sie auf der Aktion nicht mehr. Klingt, als wäre Nakoa hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Die nicht alle töten, das ist doch viel einfacher. Kommt schon, Brüder, schnappen wir sie uns! Ich hab's erwischt. Sie ist verschwunden. Hat jemand was gesehen? Habe ich dich. Klingt aber nicht wie eine Frau.
Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Reinholz. Tja, ich glaube, diese Edelsteine muss ich wirklich bald mal verkaufen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich eine Bewandtnis haben. Was ist denn das hier? Versklavt zu werden. Bitte, du musst uns hier rausholen. Klar, und sie hat natürlich nur ihren Bogen auf Rücken. Nakor? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins seiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. Was soll ich machen? Entkomme vom Gelände. Ja gut, das sollte relativ einfach sein, jetzt wo alle tot sind. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said! Für euch und eure Männer! Oh yeah. Auf in den Kampf. Sagt, oh yeah? Ist sie noch hier? Möge ich mein Ziel nicht verfehlen. Mach mal. Wenn wir uns nicht wehren, sind wir erledigt. Ist das echt alles, was ihr zu bieten habt? Der soll noch nicht sterben. Mögen meine Feinde. Ich wurde getroffen. Lasst mich sterben. Ich bin getroffen. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie.
Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Okay. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Tu das. Ich will das Ding nicht haben. Ja. Ja, ich glaube, diese Kristalle können wir tatsächlich verkaufen. So. Das könnte nützlich sein. Starker Schlag. Mal schauen bei Schlagangriffen. Oh, ich glaube, wir brauchen das hier. Naja, die paar, was sollen die noch großartig haben? Aber ich hoffe ein bisschen auf Tränke. Das sieht ganz nützlich aus. Und schon hat es gelohnt. Wo geht's denn jetzt für uns hin, ist die Frage, ne? Ich meine, klar, wir könnten jetzt hier runter. Aber ich denke, es wäre angebrachter, doch eher wieder zurückzureisen und die Sachen hier einzusammeln. Wäre aber eine lange Reise. Was würde ich schon gern machen? Also, es ist halt so schwierig, weil wir auch Sachen zum Lesen dann haben, aber die werden ja eigentlich auch mit einem Ausrufezeichen gemacht. Die Sachen anhören, die können wir dann zusammen machen. Das Sammeln in diesem Gebiet, denke ich, wo wir später ja sowieso wieder hier hin müssen, ne? Dann macht das gar keinen Sinn, jetzt da hinzugehen. Dann könnten wir genauso gut... uns hier rum kümmern. Aber das natürlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.